Hallo und herzlich willkommen zu Fight One. Mein Name ist Elias Stefanescu und heute habe ich einen der aktivsten und beliebtesten Kämpfer der letzten Monate, Jahre, wage ich sogar zu behaupten, als Gast, Christian Jungwirth. Ich grüße dich. Servus Elias, freue mich, dass du da bist. Was hat dieser Mann hier? Ja, schön, dass du uns eingeladen hast, Bob Fing, hier dein Zuhause. Wir sind hier im Gasthaus deiner Mutter. Genau. Es ist hervorragend urig, das Ganze. Ja. Zudem muss man sagen, ihr seht vielleicht, das Feuer so langsam wird hier ein bisschen Hitze gemacht. Aber wir sind auch in der Kältekammer, darum wage ich es, hier die Mütze noch mit aufzusetzen im Stile von Christian. Genau. Ja, wir sind hier im Nebenraum, Eventraum. Da werden Weihnachtsfeiern, Geburtstage gefeiert und da war ich leider ein bisschen zu spät dran mit dem Einheizen heute. Deswegen müssen wir hier mit Mütze und Winterjacke noch da sitzen, aber ist ja für uns kein Problem. Genau, ist mal was anderes, ist auf jeden Fall ganz schön. Zudem muss man sagen, in dem Interview wollen wir natürlich einiges über dich erfahren, so ein bisschen deine Vergangenheit beleuchten, auch deine MMA-Karriere selbstverständlich und gleichzeitig natürlich schon mal andeuten am 11.02. Ich denke, so ziemlich jeder Fan von dir weiß es, dann geht es wieder ans Eingemachte. Endlich wieder. Octagon, dann ist es wieder Zeit, in den Cage zu steigen. Steigt bei dir so ein bisschen die Vorfreude auch? Ja, definitiv, natürlich. Für diesen Moment trainiere ich, lebe ich und ich kann es kaum erwarten, wieder im Ring zu stehen. Das glaube ich dir aufs Wort, man sieht es schon am Grinsen. Zudem weißt du auch, das große Game-Changer-Turnier von Octagon steht auch noch an. Demnach erwartet dich da sicherlich auch viel Action. Du bist ja neben Christian Eckerlin oder ihr seid die einzigen Deutschen im Turnier. Was denkst du darüber? Und ich weiß, du denkst wahrscheinlich eher von Kampf zu Kampf, aber spielt da schon ein bisschen so der Hintergedanke eine Rolle und vielleicht auch Christian Eckerlin, den wir mit Sicherheit später nochmal erwähnen werden. Dass wir auf jeden Fall irgendwann mal vielleicht aufeinandertreffen könnten durch das Turnier. Die Wahrscheinlichkeit ist da, natürlich. Aber ja, ich denke, wie du schon sagtest und wie du mich auch kennst, ich denke von Kampf zu Kampf. Und ja, jetzt habe ich erstmal am 11.02. einen wichtigen Kampf vor mir stehen und auf den konzentriere ich mich. Denilson Neves de Oliveira, dein Gegner, also darüber sprechen wir mit Sicherheit gleich, aber am Anfang natürlich, logischerweise, lass uns ganz vorne anfangen, nochmal deine Vergangenheit beleuchten, deine Kindheit, direkt am Anfang ruhig, wie bist du als kleiner Bub aufgewachsen, wie muss man sich das vorstellen, wie war so das Verhältnis, ich sag mal, zu deiner Familie? Ja, also ich bin hier in Bopfing aufgewachsen, hier in dem Haus, das ist mein Elternhaus hier, und meine Mutter ist aus Serbien gekommen, mit 18 Jahren damals. Dann war sie in der Nähe von Bopfing, hat sie gelebt und dann irgendwann hat sie die Wirtschaft übernommen. Die hat sie jetzt seit 45 Jahren, hat sie die Wirtschaft und ich bin hier aufgewachsen. Mein Papa war ja auch da, ist ja leider vor 3 Jahren verstorben und möge er in Frieden ruhen. Und Kindheit, typisches Wirtschaftskind. Eltern arbeiten, wenig Zeit. Ja, ich bin dann, habe ich immer Fußball gespielt. Ich glaube, insgesamt, so wie ich mich daran erinnern kann, da war noch ein anderes Haus gestanden, insgesamt um die 30 Scheiben kaputt geschossen. Und da gab es halt immer ein bisschen Ärger von den Eltern. Warst du direkt bekannt in der Gegend? Ja, genau. Und dann habe ich angefangen zum Fußballspielen. Ich wurde in der E-Jugend habe ich angefangen, in Bopfing hier Fußball zu spielen und als Feldspieler. Dann war aber mal bei einem Hallenturnier der Torwart verletzt oder in einem Spiel irgendwie davor, so wie ich mich daran erinnern kann. Schon eine Weile her, aber ja. Und dann musstest du. Und dann musste ich ins Tor und habe dann in dem Spiel wirklich alles gehalten. Und dann war natürlich, klar, okay, beim nächsten Spiel, du bist im Tor. Und dann habe ich die halbe Saison voll im Tor gespielt und dann bin ich schon nach Nördlingen gewechselt, in die D-Jugend. Also habe dann dort 2 Jahre gespielt, in der D-Jugend in Nördlingen. Die waren Bayernliga damals, also schon hier in der Nähe schon bekannt, was Fußball angeht. Und dann wurde ich gleich von Stuttgart, VfB, gesichtet, von meinem damaligen Trainer Thomas Tuchel, den jeder kennt oder viele kennen. Und dann bin ich zum VfB gegangen
Hab dort 4 Jahre gespielt. Genau, ich halte dich ganz kurz auf. Das Thema Torwart ist eigentlich auch ganz spannend, weil man kennt es auch so vom Schulhof, vom generellen, ich sag mal, Hobbyspielen. Also keiner will ins Tor, keiner will abgeschossen werden, keiner will einen Ball ins Gesicht kriegen. Genau. Wie war das denn bei dir, als du da ins Tor gingst? War dir das so, also hattest du damals schon so ein bisschen diesen, ist mir egal, was kommt, ich jetzt meine Aufgabe zu erfüllen? Genau, doch. Das hat mir schon, sag ich mal, viel geholfen. Sag mal, auch die Angst, den Ball ins Gesicht zu bekommen oder ja, ich war als Torwart genau schon so verrückt wie jetzt beim Kämpfen. Ich habe mich immer in die Bälle reingeworfen mit allem, was ich hatte und die Gegenspieler hatten schon Angst vor mir, den Respekt schon dass ich die wegräume und so war es dann auch und ja, dann habe ich das haben wahrscheinlich auch viele gesehen und dadurch hast du auch diesen Aufstieg, wie du gerade schon erwähnt hast, hinlegen können. Bevor wir über den VfB Stuttgart sprechen, geh ruhig nochmal auf deine Familie ein. Also hat dir deine Familie vielleicht auch richtungsweisend ein bisschen was mitgegeben, auch durch die Erziehung, auch durch dieses, ich sag mal, hier mitarbeiten und schon eine Art Struktur haben und generell das Stichwort Arbeit eben zu kennen, im Vergleich zu anderen Kids, die, ich sag mal, jetzt nur vor der Konsole hängen oder ähnliches? Also ich war immer schon ziemlich aktiv und mich konnte man eigentlich nicht ruhig stellen mit der Energie, die ich hatte. Und ich war immer draußen. Ich war den ganzen Tag draußen nach der Schule, sind wir rausgegangen und da war ich schon immer aktiv. Und meine Eltern natürlich, die haben mich schon ein Stück weit auch frei gelassen. Aber halt, dann war es schon, du musstest um 18 Uhr zu Hause sein und dann war ich auch zu Hause zum Abendessen, Abendbrot und da habe ich mich dann schon dran gehalten, also an die Regeln. Genau. Aber das wäre dann schon wahrscheinlich ganz praktisch, dass du eben, wenn du schon sagst, so ein bisschen hyperaktiv in Anführungsstrichen eben, dass du so generell Sport geliebt hast, natürlich auch perfekt, dass du dann zum Fußball gegangen bist. Ja, genau, zum damaligen Zeitpunkt ja, weil hier gab es sonst nichts anderes. Also es war nur Fußball und mit meinen Schulkameraden, wir haben alle nur Fußball gespielt und ja, da gab es nichts anderes. Kein Basketball, kein Volleyball oder kein Kampfsport. Weil du weißt selber, du warst jetzt, bist jetzt hier zu Besuch. Das ist ein kleines Stadtdorf, kann man sagen, mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Die Umgebung, wenn man die mit dazu rechnet. Und da ist einfach nicht viel. Deswegen muss ich auch immer die weiten Wege fahren nach Stuttgart. Und ja, aber es ist kein Problem. Ja, Stichwort VfB Stuttgart, genau, ja. Setz da gern wieder an. Genau, dann war ich in der C- und B-Jugend in Stuttgart. Und bin damals schon immer gependelt nach der Schule. Heimgekommen, gegessen, Hausaufgaben schnell gemacht und dann mit dem Zug nach Stuttgart 1,5 Stunden trainiert, dann wieder 1,5 Stunden zurück. Mein Vater hat mich dann abgeholt oder wir haben eine Fahrgemeinschaft gehabt und mit einem Freund noch von mir, der hat es zu den Profis geschafft, der Andreas Beck, mit dem bin ich immer noch in Kontakt und da haben wir Fahrgemeinschaften gemacht. Dann ist einmal mein Vater gefahren, einmal seine Mutter und wochenweise. So. Und so sind wir dann 4 Jahre nach Stuttgart immer gefahren. Das ist ja schon ein ganzes Stück. Also da hast du wahrscheinlich auch diese Disziplin mitgenommen, da durchzuhalten. Man kennt es ja von Kindern in dem Alter oder Jugendliche, die dann, ich sag mal, nach ein paar Monaten gar keine Lust mehr haben. Wieso war es bei dir, dass du, ich sag mal, diesen inneren Trieb hattest? Genau, das hatte ich schon von klein auf. Das hat mir schon viel geholfen, was das angeht. Und wie ich schon sagte, die Disziplin und den Ehrgeiz und den Wille, den habe ich damals schon aufleben lassen in mir. Ja. Und dann war ich aber leider schwer verletzt, 2-mal in Stuttgart. Und die wussten dann, wie es weitergeht. Und bin dann leider nicht weitergekommen. Vielleicht der VfB Stuttgart generell, wie ist er mit dir umgegangen? Wie wichtig ist dir dieser Verein vielleicht, Der ist mir natürlich dann ans Herz gewachsen und bin dann natürlich VfB-Fan geworden. Und das bin ich auch immer noch und gehe auch regelmäßig, wenn Training Zeit zulässt, auch gerne noch ins Stadion. Und ja. Genau, erwähnen ruhig das Stadion-Feeling. Also ich stelle es mir schwierig vor, wenn man eben auf dem Platz stand, auf dem Feld stand, in dem Fall im Tor, die ganze Mannschaft, Fans und so weiter jubeln einem zu. Man hat diese Gemeinschaft und dann wird man da so ein bisschen rausgerissen. Wie war diese Zeit für dich? Das war zu der damaligen Zeit, ich musste dann habe ich noch hier in der Gegend, habe ich noch in der Landesliga gespielt, 2 Jahre bei Dorfmerking heißt der Verein.
Da habe ich die ersten paar Punktspiele gemacht. Da war ich 18, 19. Die ersten paar Punktspiele gemacht, dann war ich verletzt an der Schulter. Dann habe ich bis zur Winterpause gebraucht, bis ich wieder fit war. Dann haben wir ein Hallenturnier gehabt, habe das Hallenturnier gespielt und im zweiten Spiel oder ja, ersten oder zweite Spiel habe ich mir den Knöchel gebrochen. Aber das wusste ich an dem Tag noch nicht, dass er gebrochen war. Und wir natürlich getaped, Schmerztabletten rein. So wie man dich heute kennt, also du beißt dich da. Genau, ich habe mich damals auch schon durchgebissen, genau. Und dann sind wir noch bis ins Finale gekommen. Ich mit einem gebrochenen Fuß bis ins Finale und bin sogar noch zum besten Torwart gewählt worden. Mit einem gebrochenen Fuß. Und dann danach mein Fuß, der war komplett grün, blau, dick, alles. Glaube ich dir aufs Wort. Und ja, da sieht man hier auch noch die Narbe, wenn man ja, hier. Und war ein Brettschlag und ja, keiner, ich habe damals nicht nachgegeben. Mein Gegenspieler, der auch nicht. Und ja, ist halt dann, hat meinen Knöchel da nachgegeben. Dann war ich leider ja, das ganze Jahr über verletzt. Voll und habe dann danach eigentlich nicht mehr angefangen, wieder Fußball zu spielen, bis dann mein ehemaliger Torwarttrainer gekommen ist. Der hat gesagt, komm, probier's doch nochmal. Habe ich mit ihm ein bisschen, ein, zwei Monate probiert, dann habe ich aber gemerkt, okay, das hebt nicht so, das geht nicht. Und habe es dann ja, beenden müssen, schweren Herzen beenden müssen. Und das war der größte Knackpunkt, die größte Niederlage damals in meinem Leben, die ich hatte. Also da habe ich schwer zu kämpfen gehabt. Und Führ uns vielleicht so ein bisschen durch deine Psyche. Also zu der Zeit, wie schon erwähnt, man muss sich halt vorstellen, viele Jahre gespielt, ja. Auch auf hohem Level. Ja, ja. Dann die Verletzung, dann merkt man, also man will vielleicht eigentlich, aber der Körper kann nicht. Genau, wie bist du damit umgegangen? Also ich war lange depressiv, lange, sehr lange, weil das war dein Kindheitstraum. Dein Kindheitstraum, du warst ja schon da, Profifußballer zu werden, das war greifbar. Und das war, Schule war halt nicht so mein Ding. Arbeiten, Ausbildung habe ich auch so auf nebenher einfach ja, nicht fertig gemacht, meine Ausbildung. Und ja, weil das war mein Traum, Profifußballer zu werden. Und ja, das war dann schon ein harter Schlag für mich, wo habe ich lange zu kämpfen gehabt. Dann sind die Leute auf mich zugekommen. Damals habe ich noch was drauf gegeben, was die Leute so sagen, aber jetzt drauf geschissen. Und Wie war es körperlich denn zu der Zeit? Also hast du dich da so ein bisschen gehen lassen? Hast du generell noch Sport betrieben? Hast du da eine Auszeit eingelegt? Wie muss man sich das vorstellen? Gehen lassen habe ich mich dann nicht. Ich habe dann angefangen zum Pumpen, zum Disco-Pumper. Bin ich geworden, also schön fünfmal die Woche schon trainiert, aber nur Kraftsport, also kein Ausdauer, sonst gar nichts. Du hast irgendwo, glaube ich, mal erwähnt, 95 Kilo so knapp zu der Zeit? Höchstes Gewicht, was ich damals hatte, war 98 Kilo. 98. Schon eine Ansage. So. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war total, ja, wenn ich so im Nachhinein denke, es war ja, schlimm. Schlimm. Du hast wahrscheinlich den Ausweg so ein bisschen durch diesen Sport genau, versucht, aber es hat mir zu nicht, kompensieren. Das hat mich nicht zufriedengestellt. Es hat mir überhaupt nicht das zufriedene Gefühl gegeben, was ich beim Fußball damals gehabt habe, so ans Limit zu gehen und so. Und dadurch aber bin ich ins Boxen gestolpert. Auch. Genau, bevor wir vielleicht zum Boxen kommen, der Zwischenpunkt, so nenne ich es mal, du bist ja dann als Fan noch im Stadion gewesen, ja. Bist dann so ein bisschen in die Hool-Szene reingerutscht. Erzähl uns vielleicht davon, wie muss man sich das vorstellen? Und ich glaube, davon abhängig bist du doch dann später ins Boxen gekommen. Mit auch, ja. Ich wollte es jetzt nicht erwähnen, aber das kann man ganz kurz ansprechen. Da ich ja dann Fan bin von VfB, war ich ja regelmäßig dann im Stadion. Dann konnte ich wenigstens da meine Fußballleidenschaft ein bisschen nachgehen und dann haben die, ja, war ich, sage ich mal, ein bisschen aktiv, war gut gebaut, war stabil und hab Bock gehabt und war dann halt gleich bei den richtigen Leuten, die haben dann mich entdeckt auch und da haben sie mich halt mal gefragt. Das ist wahrscheinlich optisch auch schnell aufgefallen. Genau und dann haben sie mich gefragt, ja, willst du mal nicht mitgehen und so kam das dann ins Spiel.
Aber wie muss man sich das vorstellen, diese sogenannte dritte Halbzeit auf dem Acker? Als Fußballfan normalerweise geht man ins Stadion, schaut sich das Spiel an. Wie kommt man dann auf den Gedanken, lass uns doch mal mit dem Gegenteam treffen und uns gegenseitig ein paar aufs Brett geben, doof gesagt. Ja, du musst, sage ich mal, schon ein bisschen verrückt sein, schon ein bisschen extrem sein, was das Ganze angeht. Aber das hat mir schon immer gefallen, so im Stadion, das Singen, das Klatschen, die Bengalos. Und du bist voll Adrenalin und bist aufgepeitscht. Und, ja, und dann, wenn du dich mit den Gegnern triffst und das ist einfach, ja. Oder man trifft sich halt dann Sonntagmittags im Wald und so. Aber das ist schon ein krankes Gefühl, wenn man so denkt. Aber wenn ich das mit der Zeit von früher vergleiche, wo die wirklich in Krieg gezogen sind, also jetzt die Kelten, nehmen wir mal als Beispiel, wie die in Krieg gegangen sind mit Axt und Morgenstern und was weiß ich, was sie alles hatten, dann denke ich mir, wir sind nur mit Handschuhen und Mundschutz. Das ist ja im Vergleich zu denen früher gar nichts. Das ist ein Witz, was wir damals gemacht haben. Und, ja, wenn du schon so in den Raum wirfst, der Kelte, The Kelt, dein Spitzname im Kampfsport, erzähl uns ruhig, wie es dazu kam, was dir das generell bedeutet. Das bedeutet mir sehr viel, weil ich war ja schon immer so fasziniert davon, von den alten Barbaren, Kelten, Gladiatoren, so von den Filmen und so. Das hat mich schon immer so gereizt und so geil fand ich halt. Ja, und bei uns haben ist ja der Ipf, der Berg, und da haben vor 2.500 Jahren die Kelten gelebt. Und du warst ja bei mir zu Hause und direkt vor der Haustür habe ich den Berg, wenn ich die Haustür aufmache oder zum Fenster rausschaue oder auf dem Balkon stehe, habe ich den Berg vor mir. Dann war meine Marketingagentur, der Patrick war dann bei mir zu Gast. Da haben wir so überlegt, was können wir mit dir machen, was können wir dir ein bisschen, ich gehe halt immer auf den Berg und so zum Meditieren, hol mir so vor den Kämpfen immer die spirituelle Kraft von den Kriegern. Und dann hat es bei ihm Klick gemacht. Dann ist der Kelt geboren und ja, das bedeutet mir viel. Ich vertrete auch meine Heimat hier in Bopfingen und das ist einfach, ich bin der letzte lebende keltische Krieger. Ja, und das ist einfach, ja, ich lebe das. Ja. Das passt natürlich perfekt für deinen Kampfstil, auf den wir mit Sicherheit später noch eingehen werden, aber du gehst da wirklich so als Berserker rein. Ist das so ein Ding, das man, ich sag mal, so ein bisschen haben muss im Vergleich zu anderen Fightern, die, ich sag mal, sich die Technik, sich den Kampf, Sport generell so ein bisschen antrainieren müssen? Manche haben es einfach im Blut. Bist du so einer? Ja, definitiv. Das habe ich schon im Blut. Also Der Switch vom Fußballer, du hattest ja vor dem Fußball keine Kampfsporterfahrung, nehme ich an. Nichts, nur bei Eurosport. Die K1-Kämpfe habe ich mir immer. Das habe ich mir immer schon gerne angeschaut. Und das Boxen so, wenn Boxkämpfe waren, habe ich schon immer gerne angeschaut. Ja. Dann der nächste Step, das Zusammensein mit dem Hool-Lager, sage ich mal. Da sich auch vielleicht ein bisschen überwinden, aus sich rausgehen. Ich mutmaße, dass du davor ja eigentlich kaum dich irgendwo geprügelt oder ähnliches hast. Nee, gar nicht. Ich war überhaupt kein Schlägertyp. Das ist bestimmt sonst auch eine Überwindung, nehme ich an, oder? Schon. Aber ich habe gemerkt, in mir ist so viel Energie, so viel Power. Und das hat mir schon, das war mein Ventil, um einfach von der Depression, die ich hatte, da auch ein bisschen rauszukommen. Ja. Und habe ich schon gemerkt, es liegt mir, das Kämpfen, das Fighten. Macht man sich da schon Gedanken über sich selbst, aber über seine Gesundheit, wenn man da reingeht? Oder darfst vielleicht nicht, anders gefragt, wichtiger über die Gesundheit des Gegenübers? Jein. Aber man darf sich halt nicht zu viel Gedanken machen. Was könnte sein, wenn ich auf den Boden knall oder klar. Aber ja, wenn du dann mit Angst reingehst, das darfst du nicht. Einfach Kopf ausschalten und rein. Ja. Das hat dir wahrscheinlich für den Kampfsport später dann auch geholfen. Zugute, ja. Dann das Boxen, wo ich dich gerade kurz aufgehalten habe. Dann bist du ja, du sagtest ja zum Teil, dadurch auch ins Boxen gelangt. Erzähl uns gern davon. Ja, dann waren sonntags, in Bopfing, in dem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, also haben sonntags immer welche geboxt.
Und da bin ich halt, dann habe ich mal gefragt, kann ich da mal, das ist so Hobbyboxer, also keine aktiven Boxer. Und die haben halt so für sich ein bisschen unter sich trainiert, geboxt. Und da ich schon Kampferfahrung hatte, habe ich mir gedacht, okay, komm, schau mal vorbei. Und habe ich die gefragt, dann haben die gesagt, ja komm, nächsten Sonntag, komm vorbei. Da haben wir ein bisschen Sparring gemacht. Und da habe ich so das erste Mal so Boxhandschuhe angehabt und das war mit 28. Also auch relativ spät für eine Kampfsportkarriere, gar nicht mal zu behaupten. Da habe ich das erste Mal Boxhandschuhe angehabt und dann haben die auch gleich gemerkt, okay, der hat gleich die Deckung oben und geht nach vorne. Und, aber das habe ich halt nicht lang gemacht, so ein, zwei Minuten, dann war die Luft raus. Weil die Aufregung, Sparring, ich habe das noch nie gemacht. So, jetzt abgesehen vom Fußball, das ist wieder was anderes, die Fußballkämpfe. Und, aber so eins gegen eins war das so, ja, ich war nervös, ich war aufgeregt. Und jeder weiß, der Sparring mal das erste Mal gemacht hat, das, ja. Und dann habe ich zwei, drei Mal mit denen trainiert und dann war mein Boxtrainer, der Dima Tellmann, war dann da. Zufällig hat, weil die kannten sich, und der hat dann mal das Training gegeben. Und da hat er aber damals noch kein Boxgym gehabt und haben wir zusammen trainiert, hat er gemerkt, okay, ja, dass ich Bock habe, Potenzial habe und so. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, da hat er halt gesagt, ja, in zwei, drei Monaten eröffnet er sein eigenes Gym. Oder halt im Clever Fit in Nördlingen bietet er das Boxen dann an. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich bin da. Und seit dem ersten Tag, als er aufgemacht hat, als er das erste Training gegeben hat, habe ich dann angefangen zu boxen. Mit 95 Kilo hatte ich damals am Anfang. Und dann bin ich so nach drei Monaten, glaube ich, schon runter auf 85 Kilo. Hatte ich das vielleicht extra dann noch erfüllt? Also das, ja, so ein bisschen Leistungssportler, das Comeback auf einem anderen Weg, auf einem anderen Sportart. Da habe ich dann gemerkt, okay, das Training, geil. Ich kann es machen durch meine Verletzung, die ich hatte. Und es liegt mir und habe sofort gemerkt, die Flamme von damals, die brennt wieder und lichterloh. Und das war ein zufriedenes Gefühl, das ich jahrelang nicht mehr gespürt habe. Und es hat mir wirklich, es hat mir wieder meine ganze Energie von damals, die Disziplin, der Ehrgeiz, der Wille, das kam alles auf einmal wieder zurück. Und deswegen bin ich den Kampfsport und meinem Trainer, meinem Boxtrainer, den Dima, so dankbar dafür, dass der mich gefunden hat und mich zu dem gebracht hat. Ja, und deswegen gebe ich dem Kampfsport meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Leben. Und du siehst, ich bin einfach dankbar dafür. Das erfüllt dich. Das erfüllt mich. Das ist, ich lebe jetzt quasi meinen Kindheitstraum, nur in einer anderen Sportart. Das ist, ja, Wahnsinn. Das war eine harte Zeit dazwischen, die ich überbrückt habe, überbrücken musste irgendwie. Und ja, man merkt es dir auch schon an, man sieht es schon in deinen Augen, es leuchtet so langsam. Das ist dieser Leistungssport, du willst es dir selbst beweisen, du willst es wahrscheinlich anderen auch beweisen. Das ist also wahrscheinlich der perfekte Weg für dich, dann ins MMA später dann gekommen zu sein. Da gehen wir gleich drauf ein. Eine Frage hätte ich noch zum Körper an sich. Du bist ja auch so ein bisschen Körperkult-Fan, also wie man schon gehört hat, auch beim Pumpen. Tattoos bist du auch ein großer Fan. Haben auch viele verschiedene Bedeutungen. Willst du uns vielleicht so ein bisschen eine kleine Story erzählen? Was haben die Tattoos, die du auf dir trägst, was bedeuten die dir, sofern, ich weiß nicht, wie weit du ins Persönliche sozusagen gehen willst, manche, aber generell, man sieht ja, du bist ja im Vergleich zu dem einen oder anderen Fighter natürlich tätowierter als der Rest, sage ich mal. Das ist für mich, ich war schon immer, du hast nur so einen kleinen Einblick, aber ich war schon immer der Extremste. Ich war schon immer extrem bei allem. Egal, was ich gemacht habe, ich war immer vorne dran. Der Erste, der irgendwo runtergesprungen ist von 5 Metern oder keine Ahnung, in den Schneehaufen rein, war ich immer der Erste. Oder ja, und bei den Tattoos auch. Bei mir ist es, ich überlege manchmal zu wenig. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und auch mit den Tattoos, mit der Schwärzung, wo ich machen musste, es war von... Ja, erwähne es ruhig, das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Ist ein Tattoo, mit dem du auf jeden Fall dadurch du einige Probleme bekommen hast. Ja, leider auch wieder nicht überlegt und einfach nur gemacht. Ich fand den Spruch halt geil.
von der Person, die den damals gesagt hat, der Rudolf Hess, keinen Bezug zu solchen Menschen. Oder du direkt in die rechtsradikale Szene. Ja, wo ich überhaupt keinen Kontakt hatte, auch nie in der Fußballszene oder sonst irgendwas. Ich fand halt den Spruch für mich geil und deswegen habe ich ihn auch tätowiert. Und aber dass es dann so ein Fass aufgemacht wird oder dass ich dann damals, als ich den tätowiert habe, habe ich noch gar nicht Kampfsport gemacht. Da habe ich noch gar keinen Kampfsport gemacht und habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in der Öffentlichkeit stehen werde. Deswegen, Freunde, passt auf, was ihr euch stechen lässt. Man weiß nie, was kommt. Und also, Jugendlicher Leichtsinn, wie ich es jetzt raushöre. Ja. Gleichzeitig deutest du auch ganz klar an, dass du dich von der rechtsradikalen Szene distanzierst. Absolut, nee. Ich bin selber halb Ausländer, meine Mutter ist Serbin, meine Frau ist Türkin. Ich bin mit Ausländern groß geworden, mit Russen, mit allem, mit Türken. Ja, das ist absolut, da lache ich drüber. Das kann man nicht zusammen bringen, das geht nicht. Ja. Und, du hast schon erwähnt, das Tattoo wurde übermalt, du hast es dir schwärzen lassen, hast auch selbst daraus gelernt, sozusagen dir auch tatsächlich mehr Gedanken zu machen, dass manche Dinge Konsequenzen haben. Gleichzeitig eröffnet das ja auch eine gute Vorlage, sage ich mal, für die Jugend, für Jugendliche, für die du dann Vorbild bist. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, was Jugendliche, die vielleicht dir eben nacheifern, ähnlich wie du kämpfen wollen, wie sie sozusagen auf der richtigen Bahn bleiben. Was hast du da vielleicht noch im Hinterkopf? Was hat dir geholfen? Mein erstes Tattoo war auf dem Rücken. Ein Spruch, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und weil ich in der Zeit zwischen Fußball und Kampfsport habe ich ja gepumpt. Und dann war halt Party, Drogen, Alkohol und Depressionen. Es war schon für mich so im Nachhinein schon eine harte Zeit. Und was ich so an die Jugend als Vorbild dann mitgeben kann, das ist ja meine Familie, dann meine Frau, mein Kind, das hat mich dann gerettet und halt dann der Kampfsport. Also der Kampfsport an sich, wenn ihr nicht kämpfen wollt, ihr müsst nicht kämpfen, aber allein nur das Training gibt euch eine gewisse Kraft, eine gewisse Durchhaltevermögen und ihr lernt euch selber kennen im Training und ein Selbstbewusstsein. Ihr werdet dadurch um einiges selbstbewusster durch den Kampfsport und das kann ich jedem empfehlen. Jeden Menschen, der soll einfach mal zum Boxen gehen, ins Fitnessboxen oder Kickboxen, Fitnesskickboxen, egal was, aber einfach mal sich am Boxsack auspowern und der weiß dann, von was ich rede, wie zufrieden man danach nach dem Training ist. Und das kann ich denen mitgeben. Und das alles andere, die Disziplin, der Ehrgeiz, das kommt dann alles von alleine. Und, ja, das, wie man hört, es hat dich auf jeden Fall auf die richtige Bahn gebracht, den Fokus sozusagen gerichtet. Wieder gefunden, wieder ein Ziel im Leben auch zu haben. Ja. Boxen hast du erwähnt. Und dann muss ja irgendwann der Switch, der Sprung gekommen sein zum MMA für uns über diesen Weg nochmal, über diese Brücke. Das war dann so, da war ich 30, da habe ich 2 Jahre bei meinem Boxtrainer geboxt, beim Dima. Nur trainiert, keine Kämpfe, nichts gemacht, Sparring natürlich. Und dann war ich mal mit einem Kumpel in Stuttgart auf einer MMA-Veranstaltung, wo ich dann auch später meine ersten Kämpfe gemacht habe. Und ja, dann war ich als Zuschauer das erste Mal auf so einer MMA-Veranstaltung, generell auf einer Boxveranstaltung und habe dann so Gänsehaut bekommen, wo ich die Kämpfer reinlaufen gesehen habe in den Ring und mein Kumpel, der kennt mich, der stichelt mich an, ich will dich auch irgendwann da drin mal sehen. Da habe ich gesagt, nee, es geht nicht, ich habe Verletzungen gehabt und das und bla bla bla. So, dann nach Hause gefahren nach der Veranstaltung. Wirklich, am nächsten Tag rufe ich den Veranstalter an, bevor ich mit jemandem, ich habe nicht mal mit meiner Frau gesprochen oder sonst irgendjemand. Ich rufe den Veranstalter an, sage, du, der und der bin ich. Ich bin in Stuttgart schon bekannt von der Fußballszene. Ich kann kämpfen. Ich habe Bock, bei der nächsten Veranstaltung zu kämpfen. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen, hat er gesagt, okay. Macht er tut mich auf die Fightcard, er sucht mir einen Gegner. Und dann,
am Montag, das war ein Sonntag, am Montag habe ich dann meinen Boxtrainer von der Nachricht erzählt, wie es aussieht, ja, hast du Bock, mich zu unterstützen? Nee, das war erst so, ich habe ihn gefragt, Dima, ich muss dich was fragen, ob du mich bei was unterstützen kannst. Der guckt mich schon so an, der denkt mir, jetzt kommt irgendwas, aber der hat nicht mit dem geredet. Ja, ich habe mich angemeldet für einen MMA-Kampf zu machen und ja, würde ich gern, dass du mich halt mit drauf vorbereitest. 3 Monate haben wir Zeit und dann haben wir uns... Schon eine lange Vorbereitung. Ja, aber ich habe ja, ja, und dann haben wir uns darauf vorbereitet. Er ist ja quasi nur Boxtrainer, hat aber früher Karate und alles, hat Jiu-Jitsu hat er auch alles gemacht. Also hat schon ein bisschen Kampfsport, ist es nicht nur das Boxen bei ihm, er ist schon weiter erfahren. Und dann haben wir uns quasi nur in Anführungsstrichen mit seinen Kenntnissen und Boxdings auf den ersten MMA-Kampf, das war ein Amateurkampf, 3x3 Minuten vorbereitet, ja, den ich dann rein theoretisch gewonnen habe, aber der wurde dann leider No Contest gewertet, weil anscheinend ein illegales Knie von mir war zum Kopf, was aber nicht stimmte. Ich habe ihm eine Rechte gegeben, da hat er gleich einen Cut gehabt, er ging runter und ja, da haben die gemerkt, im Stand mit mir wird es schwierig. Und dann hat der Trainer in der Pause dann ein Riesentheater gemacht. Ja, ein illegales Knie. Und weil ich habe kurz vor Ende der Runde ein Knie zum Körper gegeben. Und er ist in dem Moment runter mit dem Kopf ein bisschen, aber ich habe ihn am Kopf nicht getroffen. Und so haben die das dann gedeutet. Und dann wurde es halt ein No Contest. Dann war der. Aber wie war die Erfahrung für dich? Krank. Das war wirklich, ich bin die Treppen runter. Man war aufgeregt, nervös natürlich, dann stand ich dran, unten beim Abtasten, Mundschutz, alles drin. Und dann die Treppen, wirklich, ich habe noch nie so weiche Knie gehabt in meinem Leben wie dort. Ich habe gedacht, ich komme die Treppen nicht hoch, ich habe meine Knie gar nicht gespürt, so weich waren die. Und dann stand ich im Ring, Gegner gegenüber, alles voll hell, die ganzen Scheinwerfer, ich habe mir gedacht, ja gut, du bist hier im Ring, es gibt keinen Weg mehr zurück, du musst nach vorne. Und Tür ging zu, shake hands und dann let's go. Und ja, dann Augen zu und durch. Und wie gesagt, ohne MMA-Kenntnisse gekämpft und hab dann schon... Bodenkampf nehme ich an. Boden war schon auch ein bisschen was, ja, mit drin. Und hab mich halt dann mit Kraft hochgekämpft. Und ja, und dann war der zweite Kampf, den haben wir das auch noch so... Zwei Amateurkämpfe gemacht. Nee, also das war ein Semi-Pro, der zweite. Und dann der dritte war dann schon ein Profikampf. Und zudem habe ich dann schon angefangen in Stuttgart im Kongs Gym, wo ich jetzt auch bin, und zu trainieren. 2016, 2017, das waren so die Amateur-Semi-Pro-Fights. Wo wurde dir klar, Profi, kein Problem für mich? Hast du so gedacht oder wie hast du diesen Switch dann gemacht zum Profi-MMAler? Da ich ja... Oder war es mehr so ein bisschen eher auf Papier, dass du weißt, du kannst kämpfen, das wird schon nicht so schwer sein, ich mach das einfach mal. Ja, es war so, ich habe mir gedacht, komm, alles oder nichts, alles oder nichts. Und dann, ja, auch das Alter, weil ich ja schon 30 war damals, blieb nichts anderes übrig, wie gleich mit dem dritten Kampf quasi als Profikampf zu... Dein erster Profikampf, sprechen wir direkt an, gegen Crazy Chris Kalb, damals 2017. Wie war da das Feeling? War es anders generell zu wissen, Profi, andere Regeln, oder war es für dich im Endeffekt einfach ein dritter MMA-Kampf? Nee, es war mein dritter MMA-Kampf. Wir haben dann, wie gesagt, dann habe ich 2 Monate in Stuttgart schon trainiert. Oder 3 Monate für den, also dann habe ich schon die Basics, MMA ein bisschen, Ringen und Jiu-Jitsu dann trainiert. Und ja, aber das, was lernst du in 2-3 Monaten, weißt? Und ja, und den Kampf habe ich dann auch relativ viel im Stand gehalten. Und ja, und mit Ach und Krach halt, mit körperlich hochgekämpft, als er mich mal hatte im Ground and Pound am Boden. Und ja. Ja, aber im Endeffekt erfolgreich in die Profikarriere gestartet. Genau. Wie war das Feeling, vielleicht auch auf Papier dann zu sehen, okay, grün, gewonnen, passt. Ja, geil. Aber
Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich ja überhaupt nicht an eine Karriere gedacht. Ich habe einfach nur ans, ja, Bock zu kämpfen, einfach so just for fun, Hobby ein bisschen und geil, geiles Gefühl. Es liegt mir, vor den Zuschauern zu kämpfen, macht Spaß. Damals habe ich schon, ich glaube zu meinem ersten Kampf habe ich schon damals 120 Tickets verkauft. Also war schon, sage ich mal, ein gewisser Druck da, was so Fanbase-mäßig angeht. Aber das war auch im Nachhinein gut, weil ich von Anfang an damit konfrontiert wurde, mit dem Druck umzugehen, umgehen zu müssen. Und ja, und das spielt mir jetzt dann, sage ich mal, heute schon vor, in die Karten, vor 10.000 oder 15.000 Zuschauern zu kämpfen. Definitiv. Ja. Der zweite Kampf, Christian Lochner, ja, da lief es nicht so optimal, ja, da hat er dich mit einem harten Headkick erwischt. Ja, welche Erinnerung hast du daran? Ja, ja. Der Kampf war auch war auf Augenhöhe. Nur war ich zu wild in der dritten Runde, wollte ich alles oder nichts und bin dann zum Körper mit der linken, aber da war die rechte unten und dann hat er mich mit dem linken Highkick dann schön Halsschlagader, kurz bapp, schwarz geworden, Sterne gesehen, Füße weggeklappt, aber nach 5 Sekunden war ich wieder da und bin dann direkt wieder aufgestanden. Für mich ist es, ich bleibe nicht am Boden liegen, immer aufstehen. War das deine erste Erfahrung mit einem Knockout oder Knockdown? Ja, schon. Du lachst, aber hast du daraus tatsächlich was gelernt, also was die Defensive tatsächlich angeht, ja, dass schon, man nicht so als Berserker, auch wenn es zum Teil dein Stil ist, da einfach reinstimmt? Ja, das hat mir dann schon gezeigt, dass es sich mit einem professionellen Kampfsportler im Ring zu messen, was ganz anderes ist wie auf dem Fußballfeld oder halt auf der Wiese. Das ist dann was ganz anderes. Das ist, weil er weiß, wie er zu kämpfen hat. Und im Ring vor Zuschauern und so, das ist halt alles nochmal was anderes. Und ja. Zum Thema Profi, du hast es schon erwähnt, im Kongs Gym in Stuttgart hast du dann dein neues Zuhause gefunden. Erzähl uns vielleicht darüber, wie viel hat dir das gebracht? Wie sehr hast du dich dann sozusagen weiterentwickeln können? Und du bist ja seitdem dort, also seit vielen Jahren. Das macht man ja nicht von ungefähr, sondern wenn man sich tatsächlich wohlfühlt, wenn man merkt, man kommt da voran. Und das habe ich dann gemerkt. Da war ich dann, habe ich mal einen Kumpel gefragt, weil der hat in dem Gym damals trainiert. Wann habt ihr denn Sparring? Oder ja, so bin ich dann das erste Mal mitgegangen ins Sparring. Also 3 Monate vor dem dritten Kampf, wo ich erzählt habe. Und da habe ich dann direkt gemerkt, die Sympathie mit Oliver Meyer, mit meinem Headcoach, mit Sascha Sharma. Und das ist da. Ich wurde herzlich aufgenommen. Die haben gemerkt, ich habe Bock. Und ja, und so kam das Ganze dann ins Rollen. Und damals habe ich noch Früh- und Spätschicht gearbeitet. Und da konnte ich dann zum Beispiel morgens vor der, wenn ich Spätschicht hatte, konnte ich dann 2-mal morgens Kampfsport trainieren. Also Montag und Mittwoch bin ich vor der Arbeit um 8 Uhr, habe ich die Kleine in den Kindergarten gebracht, bin dann um 8 Uhr losgefahren nach Stuttgart, 1,5 Stunden. Und dann war um 10 bis um 12 Training, dann trainiert, also 1 Stunde MMA, 1 Stunde BJJ, dann schnell geduscht, angezogen, raus, zur Arbeit gefahren, direkt zur Arbeit und nebenher gegessen, weil mein Essen habe ich mitgenommen, nebenher gegessen. Dann kurz, wenn noch Zeit war, einen Powernap gemacht auf dem Parkplatz. Dann meinen Blaumann angezogen und dann schön auf die Spätschicht gegangen. Und bis wir hatten flexible Arbeitszeiten, also es konnte mal von 14 Uhr bis 20 Uhr nur sein. Aber es konnte dann auch mal, je nachdem, wenn viel los war, konnte auch mal bis 12:30 gehen. Die Spätschicht, also ja, es war dann schon Regenerationsphase, war halt überhaupt nicht vorhanden. Ja, schon volles Programm. Und ja, und am nächsten Tag ging es dann weiter. Dann habe ich morgens halt für mich trainiert und am Mittwoch dann wieder in Stuttgart. Und so konnte ich wenigstens, weil ich habe was gesucht, weil ich in der Spätschicht halt nur für mich trainiert habe und niemand hatte, mit dem ich Boxen oder Kampfsport trainieren konnte. Das hat dann gepasst und so habe ich dann 1-2 Jahre viel mit dem Sascha morgens trainiert. Und Samstag war dann eh immer Sparring in Stuttgart, da war ich immer da und ja, egal was für Schicht. Und dann
Um dein Zitat wieder zu übernehmen, das spielt dir in die Karten, also das Thema Disziplin. Das ist ja genau das gleiche Thema wie früher beim Fußball bei dir. Diese langen Strecken, einfach den Tag damit tatsächlich in den Sport zu investieren, regenerativ natürlich eben nicht so gut dazustehen, trotzdem das über Herz sozusagen genau. Dann zu regeln. War das tatsächlich, ich wage es mal zu sagen, eine Neugeburt im MMA-Sport dann? So hört sich das nämlich gerade an. Ja, schon. Also das war... Wenn ich so zurückdenke, das war hart, aber ich habe es durchgezogen. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Weil ich wusste, am Anfang war mir nicht klar, dass eine Karriere daraus entwickelt. Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich bist du echt blöd, wenn du nicht dein volles Potenzial ausschöpfst und alles investierst. Und dann haben wir auch schon angefangen, glaube schon zu meinem zweiten Kampf, hat mir ein Kumpel damals schon gesagt, ja, du musst gucken, dass du Sponsoren findest. Ich sag, was für Sponsoren, Alter? Ich habe gerade mal einen zweiten Kampf und dann soll ich schon mit Sponsoren kommen. Da habe ich gesagt, nein, mach, wir machen das. Und der hat mir dann viel geholfen, das war der Ronny. Und der hat mir dann viel geholfen, dann Sponsoren hier regional zu suchen, zu finden auch. Und dann habe ich den ersten Sponsor gehabt, der mir dann die ersten 500 Euro überwiesen hat. Für, glaube ich, ein halbes Jahr, so immer halben Jahr. Aber es war für mich halt und für die Familie schon mal eine kleine Unterstützung. Und und so haben wir dann weitergemacht mit den Sponsoren. Und dann war irgendwann mehrere Sponsoren da. Dann konnte ich mich auf 80% auf der Arbeit stufen lassen. Das heißt, ich hatte jeden Mittwoch frei. Jeden Mittwoch frei. Und konnte an dem Mittwoch morgens in Stuttgart trainieren und abends in Nördlingen bei meinem Boxtrainer. Und so habe ich dann 1,5 Jahre das durchgezogen. Und dann war irgendwann der Hauptsponsor da und dann war es klar, dass... Genau, wenn du es heute siehst, also kannst du sagen, du kannst vom Sport aktuell leben im Vergleich zu anderen Fightern. Man weiß ja, in Deutschland ist der Sport leider Gottes noch nicht so groß. Sponsoren, wie du schon richtig sagst, stecken da zum Teil auch nicht. Das Fernsehen wäre natürlich auch eine große Hilfe. Auf das wartet man ja alles, dass dieser Jump so langsam in die Richtung geht, wie, ich will jetzt nicht behaupten, wie in Amerika. Da sind sie natürlich auf einer ganz anderen Stufe. Aber man sieht es ja auch schon im Ausland, im näheren Ausland, da läuft das auch hervorragend, wenn man nach Polen schaut, KSW oder eben Tschechien mit Octagon. Ja, definitiv sind wir auf dem richtigen Weg jetzt. Und aber ich muss sagen, ohne Sponsoren ist es fast unmöglich. Außer du bist Single, lebst noch zu Hause bei deinen Eltern. Und dann ist es vielleicht noch möglich. Aber wenn du verheiratet bist, eine Familie hast, ein Kind zu ernähren, du musst Essen auf dem Tisch, dann ist das Ganze nicht so, so einfach. Da kannst du nicht so... so blind sein, sage ich mal, alle auf alles scheißen und jetzt ziehe ich nur durch, das geht nicht. Da haben wir dann schon immer viel mit Sponsoren halt gesucht und zum Glück auch dann gefunden, die mir dann geholfen haben. Jetzt zum Thema Vollgas. Man merkt schon, voller Herzblut, voller Leidenschaft. Muss man ja zu dir auch noch erwähnen, das kann auch kaum einer von sich behaupten, in den Zeitraum von 2 Jahren hast du bei Octagon MMA 8-mal gekämpft. Also das ist ja schon Wahnsinn. Wie ist es dazu gekommen, dass du gefühlt jeden zweiten, jeden zweieinhalbten, jeden dritten Monat sozusagen im Cage stehst? Das kann ich halt auch nur machen, weil ich immer im Training bin. Immer ready, immer fit. Und habe die Möglichkeit halt auch gut zu regenerieren, da ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann. Das ist halt der größte Punkt, der das möglich macht. Ansonsten ist es echt schwierig, muss ich selber sagen. Also wenn du dann noch arbeiten musst, 8 Stunden lang, das zieht dann halt dann schon Saft. Und deswegen bin ich meinen Sponsoren dankbar, dass sie mich unterstützen und mir den Traum ermöglichen zu leben. Ja.
Diese 8 Fights, die ich erwähnt hatte, davon hast du 4 gewonnen, 4 verloren. Schmerzt das so ein bisschen, dass, ich sag mal, nicht optimaler läuft? Oder ja, schon. Spielst du schon manchmal mit dem Gedanken oder rekapitulierst du viele Fights? Manche waren ja schon super eng. Split Decision war da auch dabei, also geteilte Punktentscheidung, ultra knapp auf den Punktrichterkarten. Ja, das bin schon angepisst, natürlich. Jede Niederlage schmerzt und kotzt an. Ja, es war die erste Niederlage gegen Kertész, dann die folgende Niederlage gegen den Brosch. Das waren beides Heimkämpfer von dort gegen den Brosch. Das war ein Fight, das ist ein richtiger Dogfight. Ich weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast. Habe ich, na klar. Und erste Runde trifft er mich, knockt er mich down. Aber der sah ja nach dem Kampf aus, wie wenn er vom LKW überfahren wurde. Und ich hatte keinen Kratzer und verliere den Kampf. Ja, über die Punkte darf ich anscheinend bei Octagon nicht gehen. Kertész, dass der Rückkampf, du hast ja zweimal schon gegen ihn gekämpft, da war es auch unglaublich knapp in Frankfurt. Wir waren natürlich vor Ort, haben da die Daumen gedrückt. Am Ende gab es unglaublich viele Spekulationen. Du hast es ja sicherlich auch schon gelesen online, sehr viele Leute hatten dich vorne. Kann man oder muss man das verstehen, wie manchmal die Punktrichter werden? Oder ist man als Kämpfer dann irgendwann so weit, dass man sagt, ganz gleich, was passiert, ich habe meine Leistung getan und darüber kann ich sozusagen nicht entscheiden. Ja, das ist, man darf die Entscheidung der Punktrichter nicht überlassen, am besten Fall. Ja. Und ich bin da jetzt auch nicht nachtragend und gehe da auch nicht hinterher, ja, ich hätte doch gewinnen müssen und bla bla bla. Nein, ich habe Ende des Tages, schwarz auf weiß, ist jetzt eine Niederlage, muss ich akzeptieren. Leider. Und beim nächsten Mal einfach besser machen. Jetzt zum Thema Regeneration, was du ja vorhin schon erwähnt hast. 4 Fights im Jahr, das ist ja faktisch 4 mal 3, ergibt 12. Also gefühlte jeder dritte Monat Minimum steigst du in den Cage. Es gibt ja Fighter, die kämpfen gefühlt 1 bis 2 Mal im Jahr. Was glaubst du, machst du anders? Ist es vielleicht so aus der Vergangenheit noch dieses regelmäßige Hin- und Her-Pendeln, gewöhnt sein, diese Strapazen mit durchzugehen, dass dich das, ich sag mal, auch körperlich und mental abgehärtet hat? Dass du da lockerer, in Anführungsstrichen lockerer durchgehst als manche andere? Mehr einstecken kann wahrscheinlich am Ende des Tages, ja. Ja, schon. Definitiv hat mich das schon viel geholfen und auch geprägt, immer diszipliniert zu sein. Ja, ich bin immer, ich fahre den weitesten Weg ins Training, bin der Erste, der da ist und der Letzte, der geht. So mit der Einstellung. Vielleicht darauf aufbauend, wie wichtig ist es dir denn generell immer in Form zu sein? Man hat ja bei dem einen oder anderen Fight ja auch gesehen, du springst oftmals kurzfristig ein, wenn es sich ergibt, weil du eben das Gefühl hast, genau, weil du offenbar das Gefühl hast und auch aus der Erfahrung heraus merkst, du bist fit, du bist in Form, du könntest theoretisch, ich kriege den Anruf, ich kämpfe morgen. Ja, kein Problem. Nee, wie gesagt, es geht halt auch nur, indem ich mich auch strikt nach meinem Trainingsplan halte. Früher, oder was heißt früher, vor 2 Jahren, war ich immer viel im Übertraining. Ja, weil immer zu viel. Und dann ging die Kurve nach unten. Und dann hat mir mein Headcoach, der Oliver Meyer, haben mir einen Trainingsplan für mich erstellt von der MMA Library. Und seitdem halte ich mich strikt an den Plan und an die Zeiten. Und ja, seitdem geht die Leistungskurve wieder sehr stark nach oben. Ja, geh gerne auf diese Trainingspläne ein, die ja immer wieder variabel zu sein scheinen, damit du dich eben nicht langweilst auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer gefordert wirst. Man hat ja schon den einen oder anderen Einblick von dir bekommen durch YouTube-Videos. Es gibt ja eine App und du guckst dann wirklich also sehr, sehr futuristisch das Ganze dann angelegt. Du weißt, wie viel Gewicht, du weißt die Wiederholung, du weißt die Geschwindigkeit der Wiederholung, wie du sie ausführen musst. Also, ja, wir überlassen da nichts dem Zufall. Weil wir wollen in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich arbeiten. Wir sind keine Bodybuilder, die langsam das Gewicht bewegen. Wir wollen Kraft aufbauen, aber Schnellkraft. Und das mit der App und mit der Flex überwacht das dann die Geschwindigkeit und mein Training. Und mein Trainer sieht dann, bekommt dann die E-Mail, sieht dann, wie ich an dem Tag trainiert habe und kann dann auswerten, okay, wir müssen ein bisschen was ändern. Du kannst beim nächsten Mal kannst du 5 Kilo mehr machen oder 5 Kilo runter, weil du zu langsam warst oder zu schnell, je nachdem halt. Und so können wir dann genau in dem gewissen Geschwindigkeitsbereich arbeiten. Und
Ja, wir überlassen nichts dem Zufall. Ja, diese körperlichen Strapazen, sage ich mal, zu behaupten, wie wichtig ist es da auch so ein bisschen den Gang zurückschalten zu können, wie dein Trainer eben schon merkt, in Bezug auf den Fight, in Bezug auf das Gewicht machen. Wie schwer oder leicht fällt dir denen das Gewicht machen? Das geht ja auch sehr stark auf den Körper, wenn man eben bedenkt, dass du so oft kämpfst. Immer wieder abkochen. Ja, schon. Deswegen will ich in der Off-Season, gibt es ja bei mir eigentlich nicht, aber mein Gewicht nicht zu hoch fressen und will es schon einigermaßen im Pendel halten, also dass es nicht zu hart dann wird. Ja. Wie muss man sich das bei dir vorstellen, kurz vor dem Kampf? Wie viel kochst du in der Regel ab und in welcher Zeit so? Ja, ungefähr? Ich schaue, dass ich in der letzten Woche so um die 85 Kilo habe und dann den Rest halt dann über Salz, Wasser, wie man es so kennt. In der Regel kämpfst du ja 77 Kilo knapp. Wie muss man sich das vorstellen, die letzten 24 Stunden, wenn es dann Richtung Waage geht? Wie geht man da mental um und wie sehr muss man sich zwingen, sozusagen dann tatsächlich als Beispiel das Bad noch mitzunehmen, Sauna, was auch immer du da benutzt? Am Anfang war es hart für mich, das Gewicht zu machen, aber das ist dann auch die Erfahrung, die dir dann zugutekommt irgendwann, weil du es ja immer wieder jetzt gemacht hast, Gewicht zu machen. Du weißt, auf was du achten musst, wie du rangehst an die Sache. Und ja, da hältst du dich natürlich dran, strikt. Und ich sehe das jetzt so an, als auch den Körper zu reinigen, zu entgiften und dem Körper eigentlich was Gutes auch damit zu tun. Und ich gehe dann so an die Sache ran und nicht jetzt schon wieder Weight Cut und schon wieder machen. Und nein, das ist mein Job. Für was werde ich bezahlt? Also gehört das auch dazu. Und das ist das Gleiche mit den Kämpfen auch. Ich werde fürs Kämpfen bezahlt und nicht fürs Rumstehen oder, ja, ich will ja kämpfen. Dafür werde ich bezahlt. Ganz einfach. Deswegen kann ich auch öfters im Jahr kämpfen, weil ich auch Bock drauf habe. Sehr professionelle Einstellung, sieht leider Gottes nicht jeder, so wie du. Das spricht aber in erster Linie natürlich für dich und gleichzeitig eben auch, dass die Fans dich so sehr lieben. Sie wissen, sobald du in den Cage steigst, gibt es Action, da gibt es eigentlich kaum den Gang zurück, sondern du schaltest direkt in den zweiten. Sprechen wir direkt mal nach dem Kampf. Wie muss man sich das nach dem Kampf bei dir vorstellen? Gibt es vielleicht so ein bisschen Pause? Gibt es Regeneration in Anführungsstrichen? Gibt es Urlaub? Gibt es auch mal Abschalten bei dir oder ist nach dem Kampf wieder vor dem Kampf? Also ich glaube, Urlaub habe ich, seit ich Kampfsport mache, keinen gehabt. Also richtigen Urlaub gab es bei mir nicht. Egal, wo wir hingefahren sind, ich habe immer geschaut, dass irgendwo ein Gym ist in der Nähe. Schon von Anfang meiner Kampfsportkarriere war ich in Italien. Damals sind wir 2 Wochen in Urlaub gegangen, aber ich habe geguckt, dass ein Gym in der Nähe ist, wo ich boxen kann. Und so habe ich dann da auch 2-mal am Tag schon trainiert, im Urlaub. Du bist also trainingsverrückt, aber gleichzeitig wissend, du könntest vielleicht morgen den Anruf kriegen, ja. Aus guter Erfahrung nehme ich ja, an. Ja, natürlich. Ja. Und das spricht am Ende des Tages halt für mich alles. Ja. Besonders wenn man eben deine vielen Einsätze sieht. Ich glaube, der eine oder andere Fighter wünscht sich, so oft in Aktion sein zu können. Aber viele nehmen eben diese Last nicht auf ihre Schultern. Also darum Respekt, Chapeau an dich. Lass uns direkt mal die Freundschaft von dir und Dominik Schober mal ansprechen. Mhm. Denn von dir und ihm hat man auch ein paar Videos gesehen, ihr trainiert auch zusammen. Wie seid ihr zusammen gekommen? Ja, das Beste ist ja, vorletztes Jahr, 21 im Oktober, November, hätte ich in Pardubice kämpfen sollen, bei Octagon. Und Donnerstagabend kriege ich die Nachricht, ja, dein Gegner ist positiv auf Corona getestet. Denke mir, so, toll, super. Gewicht schon halb gemacht, nicht ganz. Dann Freitag früh über die Waage gegangen, eingewogen, nicht mein Gewicht, was ich normal hätte, mit 77, ich habe, glaube, 83 gehabt oder so, oder 84, ich weiß nicht mehr. Und dann haben die halt natürlich einen Gegner gesucht. Und an den ersten, den ich gedacht habe, der bestimmt zusagt, ist der Schober. Und weil da habe ich zu meinem Manager gesagt, glaub mir, der sagt zu. Und wir haben uns aber auf einen Striker auch vorbereitet. Und der ist ja Allrounder. Allrounder, genau.
Und deswegen haben wir dann, sage ich mal, also es war auch der einzigste, aber wir haben eine gewisse Zeit denen gegeben, Octagon, bis die jemanden finden mit dem Gegner und so. Und dann haben wir halt dann auch irgendwann den Kopf eingeschaltet. Da haben wir gesagt, okay, das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, gegen einen, so einen guten, starken Allrounder zu kämpfen. Wir verschieben das Ganze. Und dann haben wir in Instagram geschrieben, gleich direkt, und waren uns sympathisch. Und dann, ich glaube, eine Woche später war ich dann bei ihm eine Woche im Trainingslager zum Trainieren. Da haben wir zusammen trainiert und so ist dann die Freundschaft entstanden. Ja. Ja, perfekt, ist doch eine schöne sportliche Geschichte, dass Sport tatsächlich auch zusammenführt. Genau. Passend dazu, am 11. Februar, wo du in Aktion sein wirst, kämpft auch dein guter Freund Schober dann in München. Ja. Wie trainiert ihr schon zusammen so ein bisschen, was das angeht? Hast du seinen Gegner angeguckt? Hast du ihm vielleicht den einen oder anderen Tipp gegeben? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe ja gegen ihn schon gekämpft. Gegen genau, den wenn man auf der gleichen Fightcard sowieso schon ist und eben den gleichen Gegner teilt. Ja. Ja, ich habe ihm schon ein paar Sachen gesagt, aber er weiß selber, was er zu tun hat. Er ist ja schon lange im Geschäft und er weiß, was er zu tun hat, sein Trainerteam. Und leider haben wir jetzt in der Vorbereitung nicht zusammen trainiert, aber wir sehen uns dann zusammen in München wieder. Ja. Genau, Robert Pukacz, dein Gegner, hast du gerade schon erwähnt, das wird auch eine spannende Sache. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du der Main Event bist, der Hauptkampf, der sozusagen ganz am Ende kämpft, und dann auch Zeit hat, so mit einem Auge so ein bisschen zu schauen. Schaust du dir den Fight von Dominik an? Versuchst, also kriegt man das noch mit oder ist man so fokussiert auf sein eigenes Ding? Dann eben am 11. Februar. Eigentlich bin ich da für andere Kämpfe, schaue ich mir jetzt nicht so spezifisch an. Aber eventuell sein könnte ich mir dann schon mal anschauen. Ja. Ganz kurz vielleicht noch auf das Thema Familie einzugehen, auch diese Zeitintensivität, die du ansprichst, auch dieses im Urlaub, was du vorhin erwähnt hattest, dass du dich so ein bisschen wegschleichst und schnell mal trainieren. Wie geht deine Family damit um? Wie sieht das deine Frau? Ist sie es inzwischen schon gewohnt? Sieht sie es locker? Oder muss man dann schon manchmal Gespräche führen, um dann die Erlaubnis sozusagen zu bekommen, dass alles dann auch gut ist zu Hause? Nee, also da bin ich schon drüber weg. Die kann es nicht mehr ändern, das geht nicht. Sie sagt manchmal halt so im Lachen, kannst du kein normales Leben führen? Da habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Bock auf ein langweiliges Leben. Und das wünscht sie sich manchmal zurück. So, aber ja, es gehört dazu. Sie weiß, sie kann mich nicht ändern und oder versucht es auch gar nicht. Sie wird es niemals in Frage stellen. Entweder Familie oder Kampfsport, niemals. Das geht nicht, weil sie weiß, Wie viel mir das bedeutet. Und ja, wir waren ja vorhin auch kurz bei dir zu Hause, haben die Harmonie auch gesehen mit deiner Tochter und deiner Frau. Also ich denke, ihr macht das auf jeden Fall richtig. Zurück zum Sport, die deutsche Szene. Du hast dreimal bei GMC gekämpft, zweimal bei We Love MMA. Wie war so die deutsche MMA-Szene für dich? Für mich war eigentlich... Ich wollte schon immer direkt gleich im Ausland kämpfen. Meinen dritten Profikampf. Du hast auf jeden Fall im Ausland gekämpft. Da war ich in Indien. Indien? Genau, das auch. Aber super. Gleich vielleicht noch darauf eingehen, in China, erzähl erst mal Indien. Indien war ich bei der Super Fight League. Da hat mich der, das war auch Short Notice. Da hat mich der Sascha, mein Teamkollege, Sascha Sharma, genau. Hat dort gekämpft, hat mich mitgenommen als Betreuer quasi. Ich habe sonntags noch einen Kickboxkampf gemacht bei so einer Hausgala. Das war mein erster Kickboxkampf, den ich gemacht habe. Und am Montag bin ich dann nach Indien geflogen. Und da waren wir dann 2 Wochen und in der zweiten Woche habe ich dann gekämpft. Also die haben in der Woche davor haben sie, ist einer ausgefallen, haben gefragt, ja, wie sieht's aus, hast Bock zu kämpfen? Ich natürlich habe ich Bock zu kämpfen, habe dann mein Gewicht gemacht und habe dann gekämpft. Auch es war mein erster Short Notice Kampf, genau. Und dann war We Love MMA, glaube ich, und war gut. We Love MMA war ordentlich, Ablauf hat alles gepasst. Und dann war ich in China.
Genau, bei M1. M1. Jeder Zuschauer denkt jetzt wahrscheinlich erstmal Russland. Nein, das war tatsächlich in China. Genau, weil die haben ja manchmal in China, manchmal in Russland irgendwie. Genau, das war, wie heißt der nochmal, Andreas Stahl, UFC-Veteran. Ja. Also auch eine ordentliche Nummer, die da vor dir steht. Wahnsinn, wenn ich so zurückdenke, wie krank das eigentlich ist. Ich mache zwei Jahre Kampfsport und ich kämpfe in China. Bei M1 kämpfe ich schon gegen einen, der in der UFC gekämpft hat. Da musst du mal, wie verrückt. Das muss man sich erstmal bewusst machen, genau. Ja, und damals war halt leider mein ringerisches Können noch nicht so. Und er war halt ein stark ausgebildeter Ringer. Der hat mich die erste Runde halt komplett dominiert. Hat mich dann in einen Choke gehabt. Mein Kopf, der war schon blau, richtig. Hat nicht mehr viel gefehlt. Hat mich dann doch noch befreit. Und dann mit einer Schlagserie, wie man mich halt so kennt, dem hinterher angeklingelt. Und dann war aber die Runde vorbei. Und da hat man gesehen, in der Runde, in der Pause ist er getaumelt, gestolpert. Dann 10 Sekunden länger wäre er gelegen. Und zweite Runde war meine, habe ich ihn auch nochmal zweimal angeklingelt, aber war auch zäh, also richtig starker Gegner. Der war nicht umsonst in der UFC. Und dritte Runde war auch gemischt. Aber da hat er noch kurz vor Schluss einen Takedown geholt. Hat er auch noch so ein bisschen die zweite Luft gefunden, so sah es jedenfalls aus. Also war auf jeden Fall ein harter Kampf. Und gleichzeitig hat dir das aber mit Sicherheit auch gezeigt, UFC-Kaliber, ich kann da eigentlich mithalten. Krank, das mit 2 Jahren Kampfsport-Erfahrung. Ja. Wheel of MMA hast du erwähnt, GMC, vielleicht da noch ganz kurz drauf eingehen. Wie hast du die Kämpfe dort erlebt? GMC war auch dankbar dafür, dass ich bei GMC kämpfen durfte. Und das ist auch ein Teil von meiner Karriere ist, dass ich dort gekämpft habe und auf meinem Weg, die mich begleitet haben. Ich kann nichts Schlechtes sagen über GMC und ja. Dann kam ja, ich springe jetzt einfach schon mal vor, der Sprung dann eben zu Octagon MMA. Der erste Deutsche, der gesigned wurde, wie stolz hatte ich das gemacht? Ah, voll, Wahnsinn. Vor mir war der Niklas Stolze schon und ich glaube der Timo Feucht, die haben einen Kampf jeweils dort gemacht. Und nochmal ein Deutscher, Alex Popek, der hat auch schon gekämpft vor mir, aber die haben nur einen Kampf dort, glaube ich, gemacht. Oder? Ja, also diesen richtigen Vertrag sozusagen. Den richtigen Vertrag war ich der Erste. Mann. Ja, da bin ich schon froh, dass ich quasi Octagon nach Deutschland gebracht habe auch. Und der 2020 erste, war das, ja. Ne? Und der erste Deutsche dort war mit einem langfristigen Vertrag. Ja. Und die Tschechen, die haben mich auch, Wahnsinn, wie die mich dort feiern und die Slowaken, das ist krank. Ich war dort bekannter als hier in Deutschland. In Deutschland bin ich letztes Jahr erst richtig bekannt geworden. Ist auch nicht selbstverständlich, muss man sagen. Da wird so ein bisschen wie der japanische Fan, sage ich mal, da wird die Leistung honoriert, ganz gleich aus welchem Land derjenige kommt. Ja. Wenn der Kampfstil eben unterhaltsam ist, dann hat man da richtig Bock drauf, dann ist man Fan. Ja. Das wünscht man sich manchmal bei den amerikanischen Fans und bei den deutschen Fans ebenfalls. Da spielt oftmals Charakter eine Rolle, so ein bisschen dieses Showmäßige, anstatt der Kampfstil selbst. Wie gesagt, 2020 dann gesigned, also unterschrieben. Ende, das war 30. Dezember habe ich da gekämpft. Dann hast du schön auch, über Weihnachten das sagen, Gewicht gemacht. Auch direkt gemacht. Ja. Wie war das Erlebnis dann, ich sag mal, auf einer größeren Bühne dann direkt schon wieder zu stehen? Ja, aber das war ohne Zuschauer. Das war die erste. Und auch eine ganz neue Erfahrung, nehme ich an, für dich. Zeit war ganz die Bühne groß, keine Zuschauer, trotzdem hat man wahrscheinlich den Druck. Du bist im Fight-Tunnel, natürlich. Aber komisches Gefühl, ohne Zuschauer zu kämpfen, aber gut. Ich war froh, dass ich kämpfen durfte, weil ich habe ein Jahr nicht gekämpft gehabt. Ein Jahr! Und das war für meine Verhältnisse. Und dann halt dort. Und so, dann habe ich gegen den Holota gekämpft, gewonnen. Da, wo ich mich aus den Submissions so befreit habe. Ganz kurz, die Submissions. Du hast in einem Snippet gesagt, das Interview von dir mit Octagon, beziehungsweise auf der Pressekonferenz, hast du gesagt, man kann mir Beine brechen, man kann mir Arme brechen, man wird niemals dafür sorgen, dass ich aufgebe. Geh da vielleicht nochmal kurz drauf ein. Ja, das ist meine Mentalität und das macht mich aus. Und deswegen lieben mich die Fans auch. Ja, kurz und knapp passt das zusammen. Geh ruhig auf den Fight ein, den du gerade erwähnen wolltest. Darauf trifft das ja auch perfekt zu. Genau. Und da habe ich schon bewiesen, zu was ich fähig bin. Und dann einen Monat später war die nächste Veranstaltung von Octagon, auch wieder dort. 3 Wochen nach meinem Kampf
haben die mich gefragt, ob ich gegen den Kertész kämpfen will. Ich war ready, natürlich. Hab dann eine Woche vorher, Short Notice, angefangen, gleich direkt mein Gewicht gemacht, Gewicht gebracht, gekämpft, harten Kampf abgeliefert und leider auch gegen mich gewertet wurde. Ja, aber wenn man so sieht, Kertész kam damals aus der Niederlage raus, glaube ich, vom Titelkampf gegen Cosma. Genau. Habe ich gegen die Nummer 2 einen Short-Notice-Kampf schon angenommen und super knapp. Ja. Und das hat mir halt gezeigt, okay, das ist alles drin, um dort auch mal der Champion zu werden. Das ist mein Ziel. Auf der einen Seite sehr positiv, auf der anderen Seite gab es diese Niederlagenserie, 3 Niederlagen in Folge. Was hat das mit dir mental gemacht? Ja, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Und das hat mich schon nicht vom Konzept gebracht, aber... War so ein bisschen der Traum in Gefahr, kann man das so sagen? Der MMA-Traum, der... Ja, schon ein bisschen. Das war, ja, das ist eine Niederlage, zweite, dann die dritte. Dann denkst du, du trainierst die ganze Zeit, was ist los, an was liegt's? Und dann habe ich ein bisschen in mich selber gehört, dass es vielleicht auch ein bisschen zu viel war. Die Balance hat nicht so gestimmt im Zeitpunkt. Die Balance, die war Training hier, Regeneration unten ein bisschen und die Balance hat nicht gepasst mit allem. Das war einfach zu viel, du willst, ja, das war zu viel. Was für Gedanken gehen einem so durch den Kopf? Hast du jemals damit gespielt, dieses, ich habe gar keinen Bock mehr, lass mich alle in Hose? Niemals. Nein. Gerade da, wenn Scheiße läuft. Wenn man immer gewinnt und Hände hochreißt, und das ist keine Kunst. Wenn Scheiße läuft, wenn es mal richtig dreckig ist, wenn du am Boden bist, dann zeigt sich, was du für ein Charakter bist. Dann zeigt sich, wer du bist, was du für ein Kämpfer bist. Dann, in dem Moment zeigt sich, wenn Scheiße ist, dann rauskämpfen. Nur du selber kannst dich aus der Scheiße rauskämpfen. Nur du selbst hast es in der Hand, dich da rauszukämpfen. Ja? Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Definitiv. Und das hast du auch gemacht. Ja. Wie hast du dich neu motiviert? Also was war vielleicht da auch der Hintergedanke und dieses Ziel vor Augen vielleicht haben, dass man an sich selbst setzt? Einfach, ich habe einfach weitergearbeitet. Wir haben klar, ein paar Sachen reduziert, eingestellt, dass die Balance wieder passt und wieder mehr in die Natur gegangen, meditiert ein bisschen mehr und solche Sachen. Und mentale Aspekt sozusagen. Mentale Aspekt ein bisschen mehr zu fokussieren wieder, ja, zu wissen, was du willst. Du hast in dem Sinne wirklich alles richtig gemacht, genau diesen Mittelweg offenbar gefunden, denn danach gab es die beste Serie seit langem bei dir, bei Octagon, 3 Siege in Serie. Ja, 3-mal vorzeitig. Hammer. Ja. Und ein Short Notice war, einmal Pukac, dann Merz, oder weiß nicht mehr genau, den Merz. Den Monat habe ich nicht mehr im Kopf, aber ja. Pukac, mindestens und dann 2 Wochen später. Genau, aufeinander, kurzes Aufeinander. Genau, 2 Wochen später gegen den Polen Strzecik. Riese, der war 1,93, Wahnsinn. Und den da auch vorzeitig beendet. Und den Kampf gegen Truszczyk in Frankfurt war auch 3 Wochen vorher. Ja, das kann man nicht mehr Short Notice sagen. Für normale Verhältnisse schon, für dich wahrscheinlich. Für mich nicht. Für mich ist Short Notice 1 Woche vorher oder 10 Tage. In Russland habe ich auch gekämpft. Bei Fight Nights gegen den Vladimir Turin. Leck mich am Arsch. Das war ein Brocken. Das war ein richtiger russischer ausgebildeter Kämpfer, wie er im Buche steht. Der hat alle seine Gegner ausgenockt, zerstört, kaputtgeschlagen. 10 Tage vorher, Short Notice, Main Event in Russland. Ich komme an, donnerstags. Und dann am Freitag nach der Waage erfahre ich, ja, du hast morgen das Main Event. Denke mir, ja, geil, besser kannst du nicht sein. Richtiger Hexenkessel dort, komplette Zuschauer, alle gegen mich. Der russische Killer gegen den Kelten. Ja, genau. Und es war brutal. Also da war schon. Aber danach haben sie mir den Respekt gezollt. Jeder hat mir gratuliert, auch der Gegner kam dann.
Also wirklich, kann nichts sagen, top. Ja, den Auftrieb haben wir ja gerade angesprochen. Also wirklich sensationell, was du dann bei Octagon abgerissen hast. Gleichzeitig das Feedback, hast du ja schon erwähnt, von den Fans. Ja. Viele feiern nicht nur dieses rigorose Reingehen, tatsächlich auch nicht unbedingt an sich selbst denken, an die Konsequenzen, sondern einfach mit Vollgas nach vorne. Mhm. Gleichzeitig so oft kämpfen. Gleichzeitig auch, egal welcher Gegner, ich kämpfe ihn. Und parallel dazu natürlich auch der Kampfstil, dass du da wirklich schwingst und auch wenn du ein paar kriegst, du gehst trotzdem weiter nach vorne. Wie sehr freut dich das, das zu lesen, das zu hören, das vielleicht auch von der Organisation selbst zu merken, dass sie dich eben deshalb so oft buchen? Ja, das macht mich schon stolz und das spricht alles für mich. Also ich bringe als Kämpfer und als Mensch charakterlich das Komplettpaket mit. Weil ich bin so, wie ich bin. Entweder man liebt mich oder man hasst mich. Ganz einfach. Ich verstell mich vor niemand oder vor Interviews oder sonst irgendwas. Ja, und das schätzen die Fans an mir. Und deswegen lieben die mich so. Ja. Du bist ja leider Gottes, muss man sagen, eins der wenigen Gesichter, deutschen Gesichter bei Octagon. Würdest du dir wünschen, dass es also noch viel mehr, also die Tür sozusagen noch mehr geöffnet wird, dass noch mehr deutsche Talente den Weg dazu bekommen, vielleicht auch generell international zu gehen? Und bist du happy darüber, dass du einen großen Teil dazu beiträgst? Ja, natürlich bin ich glücklich darüber, dass ich da mal einen großen, sehr großen Teil dazu beitrage, dass Octagon den Sprung nach Deutschland gemacht hat und jetzt schon auch viele deutsche Kämpfer unter Vertrag genommen haben und auch, denke ich mal, in Zukunft noch werden. Und vor allem auch bin ich froh, bei Octagon zu sein, eigentlich jetzt so, wenn man sieht. Weil was die jetzt geleistet haben, so die gerade in der Corona-Zeit, jeden Monat haben die eine Veranstaltung rausgehauen und mit der Bubble. Und zwar ohne Zuschauer, aber trotzdem immerhin, das hat keine Organisation gemacht. Und deswegen bin ich schon froh, bei Octagon unter Vertrag zu sein. Vor allem sind auch, das Niveau ist auch wirklich high level und sind viele Ex-UFC-Kämpfer auch mit drin. Und Wahnsinn, das ist, macht mich stolz, und dass ich da dabei bin. Ja. Genau, du sagst es schon, sie haben alles richtig gemacht, genau diese Bubble-Geschichte, die UFC als eine der wenigen fast ausschließlich eben nur dann das geschafft, Octagon hat zum Teil nachgemacht, in Deutschland hat es GMC zum Teil auch geschafft, also gut, dass der Sport in dieser Zeit auch vorangetrieben werden konnte. Zurück auf Octagon, Christian Eckerlin wurde so im letzten Jahr, sage ich mal, das Zugpferd, das Gesicht der deutschen Szene von Octagon. Freut dich das? Ist das vielleicht eher so ein bisschen Konkurrenz oder glaubst du, es ist generell gut für die deutsche Szene? Nein, ja, das ist gut für die deutsche Szene. Wir alle gemeinsam, die ganzen deutschen Kämpfer, bringen MMA Deutschland nach vorne. Und da ist jeder Charakter, jeder Kämpfer, spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir alle gemeinsam bringen MMA Deutschland nach vorne. Ja. Das große Game-Changer-Turnier findet ja auch statt, startet im März. Da wird 1 Million Euro ausgeschüttet im Laufe des Turniers. Dem Gewinner winken 300.000 Euro. Wie sehr freut dich das, dass du und Christian Eckerlin, also die einzigen beiden Deutschen in diesem Turnier, dann da starten könnt? Ja, natürlich. Ich bin froh darüber, dass ich da dabei sein darf, sich mit den Besten in Europa zu messen, und das ist einfach krank, das ist geil, ich habe richtig Bock drauf und natürlich, und am Ende das Preisgeld ist sehr verlockend. Was würde das bei dir verändern in deinem Leben, wenn du jetzt auf deinem Bankkonto, ich sag mal von heute auf morgen, blöd gesagt, diese Summe überwiesen bekommst nach der Leistung? Wir drücken dir natürlich alle die Daumen, dass es klappt. Ja, was sich im Großen und Ganzen wird sich nichts verändern. Es wird einfach uns, mir und meiner Familie, ein Stück weit leichter gehen, sage ich mal, finanziell. Und ja, und das ist so der größte Aspekt auch. Ja. Solltest du das Turnier gewinnen, wäre dann für dich auch, also natürlich eine tolle Sache und wahrscheinlich ein Legendenstatus in Deutschland und vielleicht sogar in Tschechien, bei dem dicken Ding erinnert es ein bisschen an Pride-Seiten, ein riesen Grand Prix. Wäre trotzdem der nächste Step bei dir, dass du sagst, Weltergewicht, ich habe das Ding gewonnen, jetzt gib mir den Titelkampf? Ja, natürlich. Dafür bin ich da. Um den Titel nach
Deutschland. Das wollte ich gerade fragen. Solltest du derjenige sein, der das Ding mit nach Deutschland nimmt? Glaubst du, man könnte dadurch auch nochmal einen richtig schönen Boom auslösen? Also ähnlich wie es in der UFC in Amerika zum Teil geklappt hat oder, keine Ahnung, KSW in Polen? Definitiv. Also ich denke, wir sind, was das angeht, sind wir auf einem sehr, sehr starken Weg. Und das MMA einfach noch populärer zu machen. Gerade über Bildzeitung oder verschiedenen Kanälen. Und deswegen sind wir Kämpfer Vorbilder und gehen als Vorbilder voran und müssen uns, sage ich mal, dementsprechend auch zeigen und, ja, und auch ja, gemeinsam das Ganze nach vorne bringen. Und das ist auch zum Teil auch unsere Aufgabe, unser Job auch, damit die ganze Szene wächst und auch der ein oder andere Kämpfer dann leicht an Sponsoren kommt. Ganz einfach. Ja. Und irgendwann wir auch mal in Deutschland mehr im Free-TV zu sehen sind. Definitiv. Das wäre ein sehr wichtiger Aspekt, den du da erwähnst. Ein Teil davon könnte ja tatsächlich sein, dass du und Christian Eckerlin, ihr könntet ja im Laufe des Turniers aufeinandertreffen. Du hast gesagt, im Idealfall wärst du natürlich im Finale. Egal, wo es passiert, wenn es passiert, Christian sagte ja schon im Interview letztens, wir hatten ja auch mit ihm gesprochen, er hatte schon gesagt, hat er richtig Bock. Ja. Er respektiert dich natürlich als Kämpfer, aber er weiß vom Kampfstil und von der Fanbase, wenn ihr aufeinander trefft, dann brennt die Hütte. Ja, das wäre auf jeden Fall ein kranker Kampf zwischen mir und Christian Eckerlin. Definitiv. Ja. Falls es dazu kommt, wie bewertest du deinen Kampfstil, wie bewertest du seinen Kampfstil? Also womit rechnest du dann theoretisch, wenn man dann so ein bisschen Fantasy-Football, Fantasy-MMA in dem Fall, das so gedanklich durchspielt, was glaubst du, wie wäre der Kampfverlauf? Ja, eine ordentliche Schlacht. Ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja. 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 Was für Chancen gibst du dir in einem Duell gegen Christian Eckerlin? Natürlich gehe ich in den Kampf rein, um zu gewinnen und sehe meine Chancen natürlich sehr hoch und es wird ein kranker Kampf, wenn er zustande kommt und ja, das ist ja, für die Zuschauer, denke ich mal, sehr, sehr amüsant und ja, kann sehr amüsant werden und ja. Christian Jungwirth gegen Christian Eckerlin. Sollte der Kampf nicht im Turnier stattfinden, sondern außerhalb? Christian hat ja gesagt, auf seinem Zettel der To-Do-Liste sozusagen, er würde gerne gegen dich kämpfen, ob es jetzt im Turnier ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Außerhalb des Turniers, was würdest du sagen von der Gewichtsklasse? Würdest du, wenn du kämpfst, dann unbedingt 77 Kilo kämpfen wollen? Ich bin 77er. Nein, ich kämpfe nichts anderes. Ich kämpfe nur 77. Das heißt, 77. Du würdest sagen, entweder oder? Ja, ja, natürlich. Ich bin Weltergewicht, originales Weltergewicht und da ist nur 77 drin. Nichts anderes. Ich frage darum, weil Christians letzter Kampf ging dann ins Catchweight, 82,5, 83 Kilo so knapp. Das wäre also generell keine Option, sondern du sagst Weltergewicht. Ich mache alle. Passend wie im Turnier theoretisch. Alle meine Kämpfe im Weltergewicht. Gleiches Spiel zum Thema Christian Eckerlin, Gewichtsklasse, hast du ja gerade schon erwähnt. Weltergewicht, definitiv. Die Rundenanzahl wäre natürlich auch noch wichtig. Also kein Problem. 3 Runden, 5 Runden. Was wäre deiner Meinung nach vielleicht ein Vorteil für dich? 10x10 am besten. Nee, mir scheißegal. Okay. Bin für alles zu haben. Perfekt, dann freuen wir uns darauf. Freuen können wir uns aber definitiv auf den Nilson Neves de Oliveira. Das ist nämlich der letzte Gegner von Christian Eckerlin und gleichzeitig dein nächster Gegner. Du konntest da mit Sicherheit schon ein bisschen Videos studieren, seinen Kampfstil anschauen, seinen Fight gegen Christian. Was geht dir so ein bisschen durch den Kopf, wohl wissend, dass du am 11. Februar dann gegen diesen Mann in den Käfig steigst, gegen den Traktor aus Brasilien? Ja, wird definitiv ein harter Gegner. Hart, zäh und hat harte Fäuste, harte Kicks und wird alles andere als einfach, gegen ihn zu kämpfen. Ja. Aber wir haben uns gut vorbereitet, bereiten uns weiterhin gut vor und holen uns das Ding dann nach Hause, den Sieg. Ja, du hast schon richtig gesagt, ein sehr harter Hund, bekannt auch dafür, den Standkampf zu suchen. Auch gute Kicks dabei, auch schnelle Kombinationen. Was glaubst du, musst du tun, um so einen Mann zu knacken? In erster Linie nicht stehen bleiben vor ihm. Also das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ja. Also viel in Bewegung bleiben, sagen wir es mal so. Gehst du davon aus, dass es eher eine Materialschlacht wird gegen so einen Athleten? Immer.
Jeder Kampf ist eine Materialschlacht. Ja. Gleichzeitig muss man da ja wieder fragen, ist das wieder ein Vorteil für dich eher im Vergleich zu anderen Fightern, die natürlich versuchen, so schnell wie möglich aus dem Fight zu gehen. Man wird ja, du weißt es ja selbst, nicht nach Minuten bezahlt, aber nichtsdestotrotz für die Fans natürlich immer wieder ein Genuss. Ja. Ich komme zum Kämpfen. Ja. Wovon können wir ausgehen? Was gehst du da, also wie gehst du vielleicht selbst damit um? Also man hat ja als Kämpfer immer, du hast es ja schon erwähnt, so ein bisschen psychologisch, man bereitet sich darauf vor, man weiß ungefähr, was der Gegner bringt, man weiß, in welcher Form man aktuell ist. Hat man dann so ein innerliches Gefühl, dass man sagt, also in meiner aktuellen Form, wenn ich so auftrete, wie ich mich fühle, dann kann das Ding nicht als Beispiel 3 Runden gehen oder ähnliches. Wie gehst du? Ja, am besten für mich ist es bei Octagon, die Kämpfe vorzeitig zu beenden. Das ist, ja, weil wenn es über die Punkte geht, ist es immer schwierig bei mir. Über die Punkte habe ich da leider nicht so viel Erfolg gehabt. Und deswegen wäre es für mich am besten natürlich, den Kampf auch vorzeitig zu beenden. Du hast ja mit Sicherheit seine Bilanz ein bisschen angeschaut. Du weißt, dass er also Knockout-mäßig eigentlich bislang nicht wirklich zu knacken ist. Würde dich das umso stolzer machen, wenn du derjenige sein solltest, der ihn dann tatsächlich auch im Stand finisht? Ja, klar, definitiv. Ja. Zum Thema Stolz auch die Octagon 39, der Main Event, du gegen De Oliveira, ist ja auch nicht selbstverständlich, sage ich mal. Wie sehr pusht dich das vielleicht geil, noch? Geil. Das freut mich richtig, das ist Wahnsinn. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich bei der größten europäischen Organisation den Hauptkampf machen darf. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist, mein Leben ist wie in einem Traum. Das ist, ja, das freut mich riesig. Ja, zudem München wird das Ganze jetzt sein. Zweimal war es ja in Deutschland, in Frankfurt, jetzt erstmals in München. Ist jetzt zwar nicht um die Ecke, aber auch nicht so weit weg, ich sag mal, von deinem Heimatort. Fast ein Heimspiel. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Gehst du davon aus, dass du auch sehr viele Fans, sehr viele Freunde sozusagen dann vor Ort haben willst? Ja, auf jeden Fall. Sind viele mit dabei. Viele mit am Start und wir schauen, dass es ein Heimspiel dann wird. Sind von mir hier 130, 140 Kilometer nach München. Ja. Kann man mal machen, ja. Hervorragend, dann freuen wir uns sehr darauf. Um von dem Kampf wieder wegzugehen kurz, auf die Zukunftsperspektive. Du hast ja selbst schon erwähnt, du hast nicht als Jüngster angefangen mit dem Kampfsport. Ja. Du bist auch aktuell nicht der Jüngste, was das angeht. Ja. Du wirst, glaube ich, nächsten Monat 36. Ja. Das ist ja für viele so ein bisschen im Herbst der Karriere, sage ich mal. Ich bin immer noch am Anfang meiner Karriere. Ich wollte gerade sagen, körperlich bist du noch voll im Saft, was das angeht. Trotzdem muss man dann natürlich fragen, hat man im Hinterkopf so ein Limit, dass man sagt, ich kämpfe bis X oder wie ist das bei dir? Nein, absolut nicht. Ich kämpfe so lange, wie ich Bock habe. Wenn es mit 50 ist, dann ist es mit 50 noch. Wenn es mit 40 ist, ist es mit 40. Je nachdem, wie das Leben halt so ist. Und solange ich Bock habe, werde ich es auch machen. Ja, ich denke, das spricht für dich hervorragend, dass du diese Einstellung hast. Ich hoffe, Klopf auf Holz, dass dein Körper das tatsächlich auch noch lange, lange mitmacht. Und deswegen Regeneration, Hegen und Pflegen. Das ist A und O. Absolut. Du bist ein Action-Garant und man freut sich immer, dich in Aktion zu sehen, wenn du in den Käfig steigst. In diesem Sinne, mach auf jeden Fall so weiter. Erstmal danke für das Interview. Die letzte Abschlussfrage habe ich noch. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Das sehen wir ja am 11. März. Wer gewinnt das Ding und warum? Stuttgart natürlich. Hervorragend. Christian, ich bedanke mich. An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, wenn euch das Interview gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall bei uns nochmal rein, bei Fight One. Da werdet ihr noch so einige andere finden, die euch mit Sicherheit auch zum Schmunzeln bringen und Spaß bereiten. Christian Jungwirth hat natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal, den sicherlich auch beobachten, im Auge behalten. Und wenn ihr natürlich Octagon MMA nicht verpassen wollt und all seine nächsten Fights zu beiden, packen wir euch natürlich auch den Link unten zum Anklicken bereit. Wenn euch unsere Projekte gefallen, dann unterstützt uns gerne mit einem Einkauf
bei ESN. Ansonsten von meiner Seite ist alles gesagt. Christian, ich bedanke mich herzlich. Ich würde sagen, wie du es von mir kennst, wenn du noch was auf dem Herzen hast, das letzte Wort überlasse ich dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass wir das Interview gemacht haben. Und ich danke meinen ganzen Fans, meinen ganzen Sponsoren, mein ganzes Team, die alle, die mich supporten in Tschechien, in Slowakei, in Deutschland. Und ich danke allen dafür, dass ihr gemeinsam meinen Traum lebt. Let's go.